Hi. Willkommen zu einem Video. Freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. Heute ist mal, wie so oft, Thema dran: Eiserum. Denke manchmal so gerne Nasche, weil fett genug bin ich ja. Bald nicht mehr. Denken wir mal, man macht ein schönes Rezepte nach, wie Kokosmakronen, was ich ja so mag. Wollen wir mal gleich mal anfangen, nicht auf die lange Bank schieben. Angefangen: Pancake. Typbezeichnung 943116. Dosierempfehlung 1,2 bis 3,8 Gramm. Davon habe ich, wo ist denn, 1,5% benutzt. Das zweite ist der Honig. Typenbezeichnung 935068. Dosierempfehlung 0,2 bis 0,8 Gramm. Davon 0,5%. Und als drittes und letztes die Kokosnuss. Typenbezeichnung 935143. Dosierempfehlung 0,5 bis 1,5 Gramm. Und davon 3% benutzt. Das hat der Arsch zukleben von innen. Jetzt mal kicken. Das kommt dabei raus. Man hätte ja vielleicht eine Schokonote mit reinmachen können, aber schmeckt doch ohne ganz gut. Hoffe ich. Wollen wir mal antasten. Verdammt. Hoho. Kokosnuss, ja. Honig kommt durch. Oh, ist lecker. Ich glaube, das wird was werden. Kokosnuss schmeckt, der Honig kommt gut durch. Leicht kuchig. Ich würde fast sagen, wirklich wie die Kokosmakronen, wenn sie so frisch aus dem Backofen kommen, was so schön weich sind, ja. So schmeckt das. Ist gar nicht mal so übel. Empfehlen. Schmeckt ganz gut. Schmeckt nicht so übertrieben, aber ist schon so gar nicht mal so schlecht. Ist, wer Kokos liebt, ja. Hier nachmischen. Man kann es dampfen. Ja, lecker. Wie frisch gebacken. Ja. Wie gesagt, Daumen hoch. Lecker, man kann es dampfen. Auch hier mal wieder ein schönes Rezept gefunden. Auch das gibt es nur 2. Es gibt bessere natürlich, weil wie gesagt, Geschmäcker sind ja verschieden. Ich habe da andere wie Creme Melone und sowas, was absolut geil ist. Ich habe auch Voodoo Clouds nachgemacht, das waren meine Lieblinge. Ich habe auch schon hochgeladen. Muss ich mal angucken, also da. Mit Minze gemixt. Oh, ist ein anderes Thema. Das hier, wie gesagt, süßer Nachtisch.
Ja, einfach nur genial. Kurz und schmerzlos. Ja, ich würde sagen, auch das war's mal wieder von mir heute. Schon nicht lange auf der Folter spannen. Könnt gerne einen Kommentar drunter schreiben. Achso, die Base 7030, 2 Milligramm Nikotin, das war schon mal Whisky, das angemixt habe. Ja, wie gesagt, das war's von mir. Ihr könnt auch gerne die Glocke betätigen, dass ihr da jedes Mal, wenn ein neues Video hochgeladen wird und ihr Interesse habt, einfach nur angucken. Und dann freut euch auf die neuen Rezepte, die alles kommen. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Abend und hoffentlich bis bald. Ich sag schon mal Tschüss und bis bald. Bis dahin, die Dampf.